Hallo und herzlich willkommen zurück zu Krugs the Big Heist. In der letzten Folge sind wir hier im Museum eigentlich relativ weit gekommen. Wir haben 3 von 4 Kameras ausgeschalten. Das Einzige, ich war hier und musste den ganzen Weg wieder zurückgehen. Und muss auch weiterhin den ganzen Weg zurückgehen, weil ich irgendwie entweder was verpasst habe oder ich einfach zu doof bin. Eins von beiden. So, Rufus kümmert sich nicht um die Wache. Zumindest nicht an der Stelle, sondern hier vorne irgendwo. Das Einzige, ich müsste jetzt mal die Wache hier beobachten. Eigentlich, wenn die Wache hier drüben wäre, dann wäre das der perfekte Moment, um der anderen Wache eine rüber zu hauen. So, hier müsste er uns eigentlich nicht sehen können. Nein. Könnten wir bis hierher gehen. Das Einzige, die Wache möchte ich gerne weghaben. Die Wache hier möchte ich gerne weghaben. So, bloß du läufst mir jetzt direkt vor die Nase der Wache. Das heißt, dann werde ich hier noch kurz warten. So, und jetzt dem eine über die Rübe hauen. So, dann ist die Wache jetzt wenigstens weg. Gut. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwie durch, am besten ohne dass er uns sieht. Ich versuch's einfach mal. Ja, Schaltsystem ist wurscht. Die Wache da unten, die ist noch relativ weit weg. Und die hier sollte uns eigentlich nicht sehen. Ich werde hier aber trotzdem noch kurz warten, bis der sich umdreht. Warum sind die Türen jetzt wieder zu? So, jetzt wäre die Tür hier offen. Ich habe tatsächlich was verpasst, nämlich hier das drüben. Ah, ganz toll. Gut. Ich könnte hier die Tür auf und zu machen. Nützt mir das was? Nö, eigentlich nicht. Aber ich könnte hier rüber gehen. Schön an der Lichtschranke vorbei. Und den Schaltkasten hier drüben manipulieren. Am besten ohne, dass ich in die Lichtschranke laufe oder dass der mich hier sieht. Aber wahrscheinlich wird der hier mich sehen, weil hier die Wachen etwas doof sind. Aber das wisst ihr ja bereits, dass die Wachen hier etwas doof sind. Darum werde ich mal hier sicherheitshalber einen Wartepunkt einbauen, bevor noch jemand auf die Idee kommt. So, die Wache hier, die müsste eigentlich sicher sein. Beziehungsweise wir müssten sicher sein vor der Wache. Das war verdammt knapp. Das war verdammt knapp. Das war wirklich verdammt knapp. Hulala. Gut. Dann deaktivieren wir hier mal die blöden Lichtschranken. Laufen der Wache hinterher. Oje. Oje. Also ganz ehrlich, ich hatte gerade richtig Glück, dass er mich nicht gesehen hat. Ich hatte gerade richtig Glück, dass er mich nicht gesehen hat. So, da la. Dann, wenn ich eh schon hier bin, Rufus müsste dann eigentlich auch hier runter gehen, theoretisch. So, kümmere dich hier um den Schaltkasten. Du schaust ja bloß nach vorne und nicht zur Seite. Das ist gut. Da unten gäbe es allerdings noch eine Wache. Darauf müsste ich aufpassen. Könnte mich aber hier nicht in der Schaltertür verstecken, weil doof. So, die Kameras sind wenigstens deaktiviert. Nicht die Kameras. Doch, die Kameras, die sind hier wenigstens deaktiviert. Muss ich bloß noch hoffen, dass die andere Wache uns hier nicht sieht. Die hat halt bloß 2 Punkte, wo sie sich umschaut. Und das ist nicht so sonderlich viel. Und das müsste eigentlich reichen, um hier den Schaltkasten zu deaktivieren. Zumindest hoffe ich das sehr. Es wäre nämlich ein bisschen doof, wenn das nicht der Fall wäre. Ich könnte auch versuchen, hier den Zeitschalter zu deaktivieren, aber dann komme ich hier. Doch, da ist ein Kippschalter dran. Okay.
Soll ich das mal versuchen mit dem... Halt, nein, warum? Dass die Schranke nicht deaktiviert. Ich wollte das nicht abbrechen. Na ganz toll. Beeil dich, Lobkowitz. Beeil dich, Lobkowitz. Prima. Dann verstecke ich mich mal hier drüben. Ja, ich verstecke mich mal hier drüben und hoffe, dass mich keiner sieht. Das ist der beste Plan ever. So, dann habe ich hier bloß noch einen Schalter, einen Kippschalter, um hier da, dann kann ich da hinten rein. Dann kann ich da hinten rein. Gut, dann habe ich wenigstens das ganze Problem gelöst. Müssen wir tatsächlich bloß noch auf die eine blöde Wache warten? Weil die wahrscheinlich, obwohl das könnte eigentlich sogar hin. Nee, das haut nicht hin von der Zeit. Das haut nicht hin von der Zeit. Damit ich hier das Zeitschloss knacke und dann da außen rum. Das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Ist das doof? Das ist wirklich doof. Ich könnte theoretisch zum Zeitschalter, allerdings würde mir das nichts nützen. Da hier die Wache kommt. Nee. Ja gut, dann warte ich noch mal eine Runde ab. Das gibt's doch nicht. Aber Rufus könnte eigentlich theoretisch schon mal. Lauf dahin und versteck dich dort hinter der Wand. Ganz, ganz dicht an die Wand stellen. Sodass uns keiner sehen kann. Ja, da kann Rufus hier ohne Probleme runter, die Lichtschranke deaktivieren, dann hier die Sicherheitstür aufmachen. Oder im Notfall hier reingehen, wenn wir das schaffen mit Lobkowitz. Wenigstens haben wir hier das Museum fast fertig. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel dann weitergeht. So, hier hoffe ich, dass er uns nicht sieht. Es wäre nämlich ein bisschen doof, wenn er uns hinter der Wand sieht, aber nein, passt. Gut, Lobkowitz, Zeitschalter aktivieren und hier reinmarschiert. Und wenn du das jetzt auch noch schaffst, ohne die Wache auf dich aufmerksam zu machen, was natürlich nicht klappt, weil Lobkowitz doch 1 Millimeter zu schnell ist pro Sekunde. So, und du gehst jetzt hier rein. Rufus, Rufus, Kippschalter bitte. Kümmer dich um den Kippschalter. Sehen tut er uns ja nicht. Und Lobkowitz ist hier sicher drin. Prima. Ach ja, es läuft. Es läuft. Gut. Dann haben wir hier wenigstens unsere Leute bereits beisammen. Gut, Rufus, bitte Sicherheitsschloss. Dann kann Rufus hier rein. Das Einzige, wir müssten mit Cleo eigentlich auch noch hierher kommen. Wir müssten mit Cleo eigentlich auch hierher kommen. Wie weit ist denn die Wache da drüben? Cleo, beeil dich mal ein bisschen, wenn das geht. Beeil dich mal, wenn das geht. Und wir sammeln uns mal hier, obwohl irgendjemand fehlt. Rufus fehlt. Aber das müsste jetzt eigentlich passen. Ja, das müsste jetzt passen. Gut. Cleo ist ja drin. Dann kann Cleo hier. Erstmal, wofür sind diese Schalter da? Bloß für die eine Tür? Bloß für die eine Tür? Na, egal. Zuerst mal deaktivieren wir die Kameras. Zuerst mal deaktivieren wir hier die Kameras. Prima. 4 von 4 sind jetzt außer Betrieb. Verstehe nicht ganz, was das hier mit diesen drei Schaltern auf sich hat. So, das hier ist aus. Das hier ist aus. Und jetzt geht die Tür auf. Ich habe dieses Schalterrätsel nicht verstanden. Aber okay. Wenn ihr meint, dann meint ihr das. Und hier holen wir mal die zwei Sachen noch schnell mit. So, zwei Schätze habe ich noch. Bloß, wo sind die zwei Schätze? Wo sind zwei Schätze? I'm searching for two Schätze. Eins? Wo ist das zweite? Da ist das zweite.
Gut, dann haben wir sogar alle Schätze gesammelt. Solange ich das hier nicht vergesse. Wo ist es denn? Hier drüben. Solange ich das hier nicht vergesse, sollte eigentlich alles passen. Und Rufus könnte sich hier um die Wache hier eigentlich kümmern. Dafür müsste er auch bloß irgendwie hierher kommen, aber sonst ist alles gut. Sonst ist alles gut. So, bitte Geldkassette. Du kommst mal hier rüber. Okay, das wird immer lustiger. Das wird immer lustiger. So, das Einzige, ich müsste da tatsächlich nochmal hin. Okay. Wo bist denn du überhaupt? Ach, du bist da oben. Du bist da oben. Stimmt, da war ja was. Aber ich könnte jetzt eigentlich hier durchmarschieren, ohne dass er mich sieht. Ist das richtig? Prinzipiell ja. Aber ich warte lieber noch ein bisschen. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Der patrouilliert hier eh bloß hin und her. Das ist kein großes Problem für uns. Das Problem ist eher hier Rufus sicher an die Stelle unten links zu bewegen. Aber sobald wir dann hier reingekommen sind, sollte das eigentlich ohne Probleme funktionieren. So, hier kannst du jetzt eigentlich schon mal loslaufen und hier reinlaufen. Adage. Adage. Auf die Katze, fertig, los. Ich hoffe bloß, jetzt ist da natürlich die Wache von hier unten, die genau in unsere Richtung blickt. Das gefällt mir nicht unbedingt. Dann wird Rufus hier eben in die Ecke gehen und darauf hoffen, dass er uns nicht sieht. Er wird uns aber sehen. Er wird uns aber sehen. Ach komm schon, beeil dich, danke. Und jetzt auf geht's, Beeilung. Beeilung, ja, die Wache da oben, die bemerkt uns nicht. Das einzige, Rufus hat wieder ein neues Opfer. Batz! Und jetzt haben wir hier die Ruhe. Gut, Schaltkasten für die letzten paar Schranken brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber warum denn auch nicht? Cleo, nein, nicht Cleo, Theo, nein, nicht Theo, Gottes Willen, Bishop. Ja, kannst du ruhig machen. Dann hier die Geldkassette und als letztes noch den Kippschalter hier aktiviert. Wozu ist eigentlich der? Ach so. Dann kümmerst du dich hier um den Zeitschalter. Das ist nicht mein Bereich. Ja, natürlich ist das nicht dein Bereich. So, du müsstest nämlich auch noch hier den Entriegelungsschalter deaktivieren. Und jetzt müssten wir dann bloß noch hier raus, uns da hinstellen und dann passt alles. Prima. Prima, prima, prima. Ist in Position. Fertig machen für den Austausch. Ja gut. Dann hier rüber den Lunastein austauschen. Dann nochmal hier rüber. Soweit so gut. Jetzt muss die Fälschung zurück zur Hauptvitrine. Genau, das wird auch gemacht. Und sobald das der Fall ist, müssten wir hier bloß noch einmal raus, uns dann dorthin stellen. Und alles ist gut. Alles klar, Jungs. Die Fälschung ist auf Position. Treffpunkt an der Hauptvitrine. Gut. Dann haben wir das ja schon geschafft. Müssen wir uns bloß noch, wie gesagt, da vorne sammeln. Und das sollte jetzt eigentlich auch kein Problem mehr darstellen, hoffe ich zumindest sehr. Wahrscheinlich werden wir jetzt genau jetzt noch, dann noch entdeckt. Das wäre mies, das wäre richtig mies. Aber okay. Aber okay. Jetzt muss ich schon wieder warten, bis die blöde Wache sich umdreht. Und dann ist die Wache da unten ja auch noch
die wir abwarten müssten. Aber das einzige Problem ist jetzt bloß noch hier hingehen und das war's dann auch schon. Die Wache hier unten braucht natürlich wieder ewig. Das heißt, sobald die Wache hier fertig ist, müssen wir uns beeilen, damit wir alles ohne Probleme schaffen. So, hier könnte ich eigentlich schon mal die Wegpunkte setzen. Rufus, bitte warten und hier hin. Und Cleo, bitte warten und hier hin. Gut. Rufus, los und ihr auch alle los. So, jetzt müssten wir uns da bloß noch ein bisschen sammeln und das war's dann auch schon. Ich hoffe bloß, er sieht uns nicht, wenn er sich jetzt umdreht. Nee. Gut, perfekt. Das heißt, wir haben die Mission geschafft. Gut, ich hau jetzt ab. Viel Glück im Knast, Jungs. Okay. Bonus für Zeit. 26 Minuten, okay. Wir haben allerdings 6 und 6 und alles ist gut. Bonus für Unauffälligkeit. Ja, 100.000, eindeutig. Gleich beim ersten Mal. Weil ich habe mich jetzt entschieden, das drin zu lassen. Darum, tut mir leid. Auf jeden Fall, wir haben die Mission. Bonus für Unauffälligkeit. Ich wollte das nämlich so schaffen. So. Haben wir jetzt noch irgendwelche Boni? Ja, doch, ich glaube schon. Ja, ja, ja. Standbild für Lobkowitz. Okay. Schallsender. Ein neues Werkzeug. Tag der offenen Tür. Neue Challenge verfügbar. Herzlichen Glückwunsch, Meisterdieb. Du hast den Challenge-Modus freigeschaltet. Du kannst ihn vom Hauptmenü aus erreichen. Im Challenge-Modus erwarten dich besonders fordernde Jobs. Haha. Zieh mit festgelegten Dieben und Werkzeugen den perfekten Einbruch durch. Arbeite gegen die Zeit und mache deinen Krugscore zur Herausforderung für deine Freunde. Bloß ich habe keine Freunde. Polizei! Auf den Boden! Auf den Boden! Beine auseinander, Hände an die Wand! Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sollten Sie sich keinen Anwalt leisten können, wird Ihnen ein Pflichtverteidiger gestellt. Der ja. Plan ging auf und unsere Jungs wanderten direkt in den Knast. Während des Tumults im Museum machte ich mich unbemerkt aus dem Staub. Musste eine große Show abziehen, damit Murray das alles glaubte. Verfolgungsjagd mit Blechschaden, Sprints über Feuerleitern und Sprünge von Hausdächern. Fast hätten mich die Bullen erwischt. Hab zu lange gezögert, in diesen Abwasserkanal zu springen. Und alles mit dem kantigen Lunastein an der einzigen Stelle, wo ihn niemand finden würde. Doch am Ende ging alles gut. Niemand bemerkte, dass die Museumsbesucher danach eine Fälschung bewunderten. Und nach ein paar Wochen hörte Mary auch auf, mich zu beobachten. Dann wurde es Zeit für Cesare und mich, den nächsten Trumpf zu spielen und die Jungs zu befreien. Wir kannten einen Profi, der auf solche Jobs spezialisiert war. Einen Profi, mit dem wir schon gearbeitet hatten und der Rufus einiges schuldete. Oh yeah. Ja gut, wir haben den Miranda-Einsatz geschafft, Ansatz, nicht Einsatz, und könnten dann Besuchstag machen in der nächsten Folge. Allerdings war es das schon für die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wie immer gilt, Grüßli, euer Mr. Kurzi. Bis dahin, tschüss.